Verkackt das jetzt hier nicht in Leverkusen. Wenn ihr irgendwie einen Punkt holt, habt ihr Top-Chancen. Tah mit einer gelben. Ich muss alle Spieler aufwärmen, ganz schnell. Erste Halbzeit 0-0, dann haben wir schon wieder eine gute Defensive. Ja, nach Vorlage von Phil Jones 1-0 in Leverkusen. Phil Jones direkt wieder da, perfekt. Ich würde dann ganz gerne wieder das Barkfrede-Sahin-Doppel-6-Duo spielen. Ich denke, das hat ganz ordentlich funktioniert. Lass uns genauso weitermachen, fügt sich alles zusammen. Bitte, bitte, bitte. Das war ein bisschen langsamer hier. Sehr schnell. Jetzt haben wir gleich 60 Minuten rum und wir führen in Leverkusen. Alter. Jetzt wechseln. Oh, es steht noch 1-1, okay. 1-0. Eggestein für Luan. Der junge Eggestein hat jetzt noch mal ein paar Minuten vor sich, um hier vielleicht ein Kontertor schnell zu machen. Maximilian Arnold kommt jetzt, aber wir haben zwei Sechser und wir haben eine gute Abwehr. Maxi Eggestein nach Vorlage von Nuri Sahin 2-0. Also besiegen wir jetzt hier auch noch Leverkusen auswärts oder was? Also dann hauen wir uns wirklich vorne in die europäischen Ränge komplett rein. 2-0 in Leverkusen. Wie beenden wir das Ganze hier? Also ich denke mal nicht, dass sie das noch in den wenigen Minuten komplett aufholen. 2-0 in Leverkusen, nachdem wir 2-0 gegen Bayern gewinnen. Ja gut, ich glaube, ich habe hier gerade mal wieder vergessen, meine Folge zu beenden. Aber gut, dann beenden wir die jetzt mal hier. Ihr seht die Tabelle, wir sind die ganze Zeit über nur auf Tabellenplatz 9. Aber guckt einfach nach vorne, 47 Punkte, wir haben 43. Also wir können da noch komplett in die Champions League vorne mit reinfliegen. Je nachdem, wie wir die gegen die ganzen Leute spielen. Und wir haben jetzt gleich noch ein Spiel gegen den Tabellenletzten. In der nächsten Folge natürlich, meinte ich. Und damit muss ich auf jeden Fall. Hallo ihr Nüsschen und willkommen zu einer weiteren Folge FM19. Und wir greifen langsam die europäischen Ränge an. Und deswegen machen wir auch direkt weiter. Gegen den 18. spielen wir. Wir sind nur 9. Aber punktetechnisch haben wir alles aufgeholt, was wir in der Hinrunde verkackt haben. Ich glaube, wenn man jetzt irgendeine Rückrundentabelle oder so aufstellt, sind wir verdammt weit vorne. Wir haben in der letzten Folge irgendwie 2-0 gegen die Bayern gewonnen, auswärts 2-0 in Leverkusen gewonnen. Also da, wow, jetzt muss ich rülpsen, Alter. Also da waren ordentlich Spiele dabei. Und Eggestein 78, Luan, Schöpf, Ufuk. Ja, die Mannschaft läuft. Augustinsson jetzt wieder mit einer 76 rein, dann haben wir auch eine 855. Aaron Hunt, ja, für Möwald wieder auf die Bank. Was wir jetzt mit Rother machen, er wird seine Einsätze kriegen für Arnold. Und dann gehen wir rein in das Game. Ey, das Spiel hat doch nicht ernsthaft der Hinrunde Mainz gewonnen, ne? Alter. Also dann weiß ich, warum wir hier teilweise Sachen verkackt haben. In Mainz 2-1 verlieren beim Tabellen-18. Die werden wir jetzt mal total wegklatschen hier im Weserstadion. Auch wenn es erstmal gar nicht danach aussieht. Gut, bringen wir Aaron Hunt für Klaassen. Eggestein mit seiner 78. Kann er auch da hinten spielen. Luan nach Vorlage von Schöpf zum 1-0 gegen Mainz 05. Das sieht bisher sehr schön aus. Dann bringen wir mal wieder, ich würde eigentlich gerne Odoi bringen. Aber naja, bringen wir Rother für Selassie. Steht zwar nur 1-0. Aber er soll merken, dass ich ihm direkt wieder in der zweiten Halbzeit das Vertrauen schenke hier gegen Mainz, gegen den Tabellen-18. Und da soll er seine Chance bekommen. Dann können wir jetzt noch Jojo Eggestein bringen vorne in die Spitze rein. Und Anthony Uccia zu Latzer. Was? Stopp. Alles nach vorne, Schöpf. Geh dahin, Ufuk, geh dahin. Also ich glaube, das war zu viel Vertrauen, was ich hier geschenkt habe. Aaron Hunt, 2-2. Können wir das bitte noch in 3 Punkte ummünzen? Bitte, 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 bitte. Oh, Doppelschlag, 59. 60. Also ich weiß nicht, ob ich da zu viel verschenkt habe. Ja, also auf jeden Fall sind wir jetzt nur noch 3 Punkte dran. Oder naja, gut, wir sind näher rangekommen, aber wir hätten so viel mehr haben können. Paretta zurück in die Reserve. Naja, dummes Unentschieden gegen Mainz. Damit haben sie uns mehr oder weniger durch Hin- und Rückspiel in dieser Season sogar geschlagen. Luan fällt den Rest der Season aus. Wow, und dafür 32 Millionen. Ja, vielen Dank auch. Was hat der denn jetzt gemacht? Naja, gut, wir haben Jojo Eggestein, der das Ganze dann tragen muss, aber der muss uns jetzt auch nach Europa schießen.
Die B-Junioren besiegen Freiburg, haben damit weitere 3 Punkte. Aber jetzt muss uns Johannes Eggestein nach Europa schießen, wenn wir das tatsächlich wollen. Wow. Verletzungen gehören zum Fußball. Jiří Pavlenka fällt jetzt auch noch aus wegen der Blessur, aber das wird ja wohl hoffentlich nochmal vor dem Spiel auf Schalke wieder besser. Ansonsten kommen wir hier sehr geschwächt nach Schalke. Ja, nee, Alter, Rekovic bleibt hier. In 3 Monaten läuft unser Managervertrag aus, ja. Was mir gerade aber recht egal ist. Jojo Eggestein ist jetzt senkrecht Starter der Saison auf Platz 2 gekommen. Okay, dann soll er das jetzt auf Schalke auch beweisen. Wir sind sogar das bessere Team, besser in Form. Und Pavlenka ist nicht dabei. Fünfter, Vierter. Das ist Betrug vom Spiel. Ja, wahrscheinlich Achter, Vierter. Ey, komm, ganz ehrlich. Wie viel Hoffnung soll ich jetzt noch haben? Ich weiß gar nicht, wen ich einwechseln soll, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung. Kein Plan. Auf geht's. Ich weiß nicht, wen ich einwechseln soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gar keine Spieler mehr. Jetzt wird's eng. Ja, England, komm, Alter. Das juckt mich nicht, weil ich nicht dabei bin. Deutschland, Kroatien, Niederlande, Tschechien. Ja gut, dann seid ihr direkt wieder raus. Unsere Reserve besiegt Holstein Kiel. Pavlenka ist natürlich jetzt wieder fit. Ist klar, war auch gar nicht gescriptet. Egal was jetzt ist, wir brauchen den Sieg heim gegen Augsburg. Den Sieg brauchen wir, den Sieg darf man uns nicht nehmen. Da müssen wir in Dortmund mindestens einen Unentschieden holen. Am besten sogar auch 3 Punkte in Dortmund, dann kann man über alles reden. Schöpf, natürlich ist er jetzt verletzt. Auch noch länger, ja gut, das war klar. Wie Schalke die ganze Zeit Schöpf haben will, ne, aber sie kriegen ihn nicht. Nuri Sahin ist zumindest mal wieder fit. Schöpf wird dann wahrscheinlich in Dortmund auch wieder dabei sein. Bestmöglichstes Ohr. Ja. Ja, damit haben wir den Vertrag verlängert. 817. Wir sind halt nicht besser, ne? Aber jetzt kommt Pavlenka. Sahin. Werden ihn den Spaß nehmen am Fußball. Erste Minute gelb für Augsburg. 9. gegen 14. Wir brauchen diese 3 Punkte. Wir müssen nach vorne schauen. Na los. Auf Schalke war ein Ausrutscher, aber jetzt geht's wieder ab. Ich weiß nicht, was ich wechseln soll. Deswegen wechseln wir auch erstmal nicht. Jojo Eggestein, danke. 48. Deswegen habe ich dich draufgelassen. Nach Vorlage von Ufuk.
Jetzt bringen wir Harnik, um den Druck aufrechtzuerhalten. Und mehr will ich hier gar nicht ausprobieren, ey. Sollen das jetzt einfach durchbringen hier. 1 zu 0 meinetwegen, ey. Veljkovic gelb. Mir egal. 1-0, danke. Sehen wir einfach das Spiel. Haken es ab. Haken drauf. Keine Ahnung, was auch immer. Wir haben jetzt hier die Punkte geholt und sind damit noch 3 Punkte hinter Platz 5 und 2 Punkte hinter Platz 6. Ufuk hat aktuell eine 80 und damit soll er auch weitermachen, bitte. Heung-Min Son wechselt von Tottenham Hotspur zu Real. In Dortmund irgendwie ein Punkt oder so reicht mir schon. Aber jetzt auf jeden Fall nicht am 30. Spieltag noch irgendwie eine Niederlage kassieren oder so. Das wäre richtig armselig. Aber die sind auch gut in Form, haben sich da ablösen können. Langkamp muss jetzt wieder für Veljkovic. Na, es ist gerade nicht unbedingt alles perfekt in unserem Team. Aber gehen wir rein. Kämpft um jeden Ball. Mehr kann man dazu nicht sagen, denke ich. Dritte Minute, Selassie nimmt das mit dem Kämpfen sehr wörtlich. Jede Minute, die wir jetzt kein Gegentor von Dortmund bekommen, ist einfach eine heilige Minute. 1 zu 0 Maxi Eggestein. Oh, nachdem Johannes vorgelegt hat, zwar. Oh, ja. Hätten wir mal lieber kein Tor geschossen. Nach 6 Minuten hat Dortmund das Ganze dann komplett gedreht. Oh, das war gerade so ein schöner Moment. Ich wollte schon abgehen. Martin Harnik halten wir uns mal bereit. Ja, wir haben aktuell nicht viel zum Auswechseln. Deswegen, ich kann leider nicht viel wechseln. Nicht die Kaderbreite, nicht die Stars mit dabei. Jetzt nehmen wir einen Verteidiger raus, bringen Martin Harnik. Und bringen Bartels nochmal vorne rein. Ufuk können wir links so lassen, denke ich. Komplett aufgerückt in Dortmund. Nochmal irgendwie den Ball da reinpressen, aber nee. Aua, mein Knie knackt heute auch zum millionsten Mal. Ja gut, das sind natürlich Situationen, da kann man nicht viel machen. 3 Punkte fehlen uns noch nach Europa. Handyalarm. Ja, Pech. Handys ist hier nicht. Okay, damit würde ich dann sagen, war's das für diese Folge. Damit werden wir die letzten dramatischen, wie habe ich das jetzt weggenuschelt? Keine Ahnung. Wichtige Games noch in der nächsten Folge machen. Ob wir es nach Europa schaffen. 3 Punkte müssen wir aufholen dafür. Ja, lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und glaubt an unsere Mannschaft. Stuttgart auf Platz 3, wenn ich da schon wieder nur sehe, ne? Ah, okay. Nach Köln. Heim gegen Gladbach, nach Hoffenheim und heim gegen Stuttgart. Das sind alles mehr oder weniger Gegner, die können wir schlagen. Simulieren jetzt noch einmal kurz weiter. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt auf jeden Fall schon mal mit dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.